Moin Freunde der gepflegten Unterhaltung, ich bin wieder hier, euer Topo. Wir machen weiter mit einer schönen kleinen Fototour. Ich habe mich hier auf einen extrem hohen Punkt begeben. Ich weiß gar nicht, ob man das hier so sieht. Ich werde auch noch das Objektiv noch ab und zu wechseln. Mit schönen Blick über die Stadt rüber. Und ich möchte aber auch noch was ausprobieren. Ich habe nämlich, wie ihr höchstwahrscheinlich im Hintergrund seht, der Himmel ist höchstwahrscheinlich komplett weiß. Deswegen habe ich mir ND-Filter besorgt. Und die werde ich jetzt mal ausprobieren. Ich werde jetzt mal gucken, erstmal mit den Stärkchen mal einmal kurz filmen, mir das angucken. Und vor allen Dingen werde ich auch noch mal, weil ihr wahrscheinlich auch schon hört, ein bisschen Wind geht, habe ich mir noch eine, weiß gar nicht, wie man das nennt, Badcat oder sowas in der Art. Die habe ich mir auch noch besorgt und die werde ich jetzt einmal rüberziehen. Aber vorher zeige ich euch das natürlich. Das ist diese komische Badcat, wie ich das nenne, oder explodierte Hamster, wie man es auch nennen möchte. Und hier haben wir einmal die ND-Filter in mehreren Varianten, also zwei verschiedene. Was sind ND-Filter? ND-Filter sind nichts anderes als Sonnenbrillen. Sonnenbrillen für die Kamera, so kann ich die Filmeinstellung und auch die Fotoeinstellung lassen, wie ich es möchte. Weil normalerweise müsste ich jetzt ungefähr auf diese Blende gehen, damit das einigermaßen im Hintergrund einigermaßen hinhaut. Das heißt Blende 5,5. Möchte ich aber nicht. Ich möchte ja einen schönen cinematischen Look haben mit der Hintergrundunschärfe, die jetzt einfach nicht mehr vorhanden ist, beziehungsweise nicht mehr so doll. Und trotzdem möchte ich das halt so haben in der Optik. Deswegen schrauben wir den einmal rauf. Das ist, glaube ich, der dünne. Ich glaube, das ist noch der kleine. Ich schraube ihn mal rauf und dann gucken wir uns mal an. So, ND-Filter und ich sag mal, diese schöne tote Ratte, sage ich jetzt mal. Keine Ahnung, wie das Ding heißt. Ich weiß es wirklich nicht. Ihr werdet es wahrscheinlich wissen. Ihr solltet jetzt im Hintergrund sehen, man sieht den Himmel, zumindest die Farben davon. Ich bin schön unscharf, so wie ich das haben möchte. Was heißt ich bin? Ich bin scharf, der Hintergrund ist unscharf, so wie ich das halt haben möchte. Und Vorteil ist, die Sonne scheint mir jetzt extrem derb ins Gesicht. Und genau darauf habe ich eigentlich gewartet, um das hier mal auszuprobieren, diese Kombo. Der Wind geht auch jetzt ein bisschen, das ist ganz schön frisch geworden. Wir wollen aber anfangen, ich will ein paar Fotos schießen und zwar in diese Richtung. Wahrscheinlich seht ihr gar nichts. Höchstwahrscheinlich nicht, weil da unten ist die ganze Stadt. Man sieht von hier praktisch die ganze Stadt. Deswegen ist das hier so ein leicht romantischer Ort. Und ich muss auf jeden Fall achten, dass hier von den Buscheln, von den Haaren, dieses Ding praktisch nicht so unbedingt was vor die Linse kommt. Weil ansonsten seht ihr das auch im Video und das ist dann leicht uncool. Ich habe natürlich auch auf der Schnelle natürlich erst mal vergessen, zum Friseur zu gehen. Deswegen sehe ich aus wie, sonst was. Und habe natürlich mein Stativ vergessen, deswegen werden wir heute wieder alle Fotos nur aus der Hand fotografieren. Ich habe mir aber mein 50mm Kit-Objektiv mitgebracht. Das werde ich jetzt einmal schnell hier raufbauen und werde mal versuchen, hier die Stadt einmal so abzufotografieren. Das will ich mal gucken. Des Weiteren will ich noch mal versuchen, hier so ein paar schöne Aufnahmen vom Himmel zu machen. Das werde ich jetzt vielleicht gleich versuchen, nach der Eindrittelregel. Das ist auch was Neues für mich, das habe ich auch erst gerade, das war wahrscheinlich jetzt eben gerade extrem unscharf. Des Weiteren werde ich hier im Hintergrund versuchen, auch noch den Wald noch mal kurz zu fotografieren, beziehungsweise den Himmel so noch mit reinzukriegen. Nach der Eindrittelregel, das muss ich euch noch mal irgendwann erklären, das ist auch noch mal was relativ Cooles, was ich auch erst vor kurzem so ein bisschen entdeckt habe, um meine Fotos vielleicht noch ein bisschen zu verbessern. Man kann in der Kamera Raster einstellen und das sind dann praktisch alles, 3x3. Deswegen ein Drittel. Und da soll das dann praktisch so sein. Ich hoffe, das funktioniert jetzt, weil jetzt kommt gerade extrem Wind auf. Ich hoffe, das funktioniert jetzt hier oben mit der toten Ratte. Wenn nicht, dann laber ich jetzt komplett umsonst. Ein Drittel, ich sag mal jetzt der Vordergrund. Ein Drittel das Ziel sozusagen. Und ein Drittel der Himmel. Und das will ich jetzt mal versuchen, wie das so aussieht. Das wird jetzt vielleicht nicht der beste Videovlog und wahrscheinlich habe ich jetzt sowieso schon wieder viel zu viel erzählt. Wir fangen jetzt an. Ich baue jetzt auf, baue jetzt um, besser gesagt. Und für euch gibt es jetzt die ersten Fotos. Ich hoffe, die ersten Fotos habt ihr jetzt gesehen. Warum ich jetzt die Mütze genau andersherum mit drauf habe, könnt ihr euch wahrscheinlich denken, damit ich genau durchgucken kann durch den Sucher. Ich werde den Weg hier mal noch mal kurz verfolgen. Mit dem Spot bin ich jetzt hier fertig. Ich habe in allen Richtungen eigentlich fotografiert. Und was davon ich euch jetzt gezeigt habe, kann ich euch nicht ganz genau sagen, weil das sichtlich erst heute Abend, was davon was geworden ist. Auf jeden Fall habe ich auch mit dem Objektiv hier lang fotografiert
und da lang fotografiert. Das ist, denke ich mal, auch, das kann auch einen schönen Look ergeben, auch wenn man darauf nicht so viel sieht, weil das doch recht klein ist. Und die meisten das ja sowieso auf dem Smartphone angucken. So sagt zumindest die YouTube-Statistik. Aber ich habe die Fotos ja auch nochmal gemacht, auch nochmal mit 50 mm. 50 mm ist echt eine schöne Brennweite. Ich bin echt am Überlegen, ob ich mir da noch ein ordentliches Objektiv besorge. Auch vielleicht für Porträtfotografie, also Menschen, Tiere vielleicht auch, weil ich glaube, an meinem Kader komme ich dicht daran mit einem 50 mm, beziehungsweise muss ich nicht so dicht dran, dann komme ich auch so ran, ohne so dicht dran zu gehen, weil der mag persönlich keine direkten Kameras, weil die klacken. Und das macht Katzen Angst, das ist normal. Gut, ich fahre jetzt mal weiter, wir gucken jetzt mal. Ich habe eben gerade gesehen, dass der ND-Filter die Außenränder so ein bisschen komisch macht, finde ich jetzt persönlich. Die Außenränder sind einen kleinen Tick dunkler. Das kann allerdings auch noch mit anderen Sachen zu tun haben, das weiß ich jetzt nicht genau, weil eigentlich sind es relativ gute, beziehungsweise, naja gut, die haben 25 Euro gekostet, aber sind von Polaroid. Und Polaroid ist ja nun mal auch keine Schrottmarke. Warum bin ich jetzt hier? Habe ich hier nochmal angehalten. Erstmal, weil ihr jetzt schon im Hintergrund gesehen habt, hier sieht man nochmal das Dorf und natürlich das Auto, mit dem ich gerade gekommen bin. Ich hoffe, man konnte das Nummernschild nicht sehen. Also zumindest nicht so doll. Und ich möchte hier nochmal den Sonnenuntergang, den möchte ich gleich nochmal fotografieren. Ich weiß, normalerweise ist es am besten mit Stativ. Ja, ist richtig. Habe ich jetzt aber nicht. Und bis ich jetzt wieder zu Hause bin und wieder hier bin, ist die Sonne untergegangen. Ich denke mal, das könnte hier ganz geil sein. Ich habe ja vorhin schon mal so ein kleines Foto gemacht. Ich hoffe, das sah einigermaßen gut aus, weil es ist immer schwer zu sehen auf so einem kleinen Display. Auf jeden Fall will ich jetzt hier noch ein, zwei Fotos machen in die Richtung und dann nochmal schön Richtung Sonnenuntergang, weil die Wolken auch noch gerade so ein bisschen langziehen. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen sehen. Das werde ich jetzt einmal tun und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Die Buschel hier oben, die stören mich doch noch ein bisschen. Ich glaube, der Buschel muss genauso zum Friseur wie ich. Ich habe eben gerade schon mal die Fotos gesehen, die ich auch von hier gemacht hatte. Das ist eigentlich nur der Acker. Ich denke mal, das ist Weizen. Müsste Winterweizen sein, rein theoretisch. Habt ihr ja schon gerade gesehen. Da ist mir aber aufgefallen, dass das Objektiv den Himmel nicht ganz so geil einfängt. Weil ich da halt keine ND-Filter drauf habe, beziehungsweise selbst wenn ich die Blende weiter zumache, schafft die Kamera das irgendwie nicht, beziehungsweise das Objektiv das nicht. Wo ist der LKW jetzt hin? Und da haben wir vorbei. Ja, hat gepasst. Alles gut. Alles wird gut. Jetzt weiß ich auch nicht, wo ich stehen geblieben bin. Wahrscheinlich an dem Sonnenhintergrund. Untergang, der jetzt echt gleich richtig untergeht. Das sieht schon richtig geil aus. Hat das andere Objektiv einfach nicht so hingekriegt. Zumindest nicht, wie ich das wollte. Vom Bildausschnitt her ja, aber den Himmel hat es nicht so hingekriegt. Und jetzt werde ich versuchen mit dem Objektiv. Und ihr seht schon. Also ich habe jetzt gerade keine Zigarette an. Es ist hier sehr kalt. Das sind gefühlt minus 5 Grad und ich habe nur eine dünne Jacke an mir, oder relativ dünn. Deswegen werde ich mal versuchen, jetzt noch mal ein, zwei Fotos hier mitzumachen mit der Kamera. Und dann würde ich sagen, war es das für heute von diesem kleinen kurzen Vlog. Ich hoffe, er hat euch gefallen und wenn ihr mir noch ein paar Tipps da lassen wollt, gerade so mit ND-Filtern, könnt ihr das gerne unten in den Kommentaren machen. Und ich würde sagen, wir sehen uns die Tage. Haut rein, viel Spaß noch, ciao. Ach ja, jetzt kommen gleich noch die Fotos.